So, heute ist Montag, der 24. Mai 2021, 12.36 Uhr, live aus dem Stasi-Freimaurer Kf 37574 Einweg Niedersachsen, Deutschland, für diejenigen, die aus der Österreich oder Schweiz kommen. So, mein Name ist Adrian, mein bürgerlicher Name ist Adrian Milosevic, das ist der Name meiner Person, die dem Vatikan gehört, mit der ich auch nichts zu tun habe. Deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, auch um mich von dem Namen Lachstädter abzugrenzen, weil das eine Satanisten-Freimaurer-Familie ist. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, ist ein bisschen windig jetzt, obwohl ich besser wieder mitgekommen seid hier zum Spaziergang. Ja, ihr könnt euch ja so eine Virtual Reality Brille hier fürs Handy oder so aufsetzen. Genau. Habt da so ein bisschen so ein Spaziergang-Feeling. Oh, gibt's ja auch fürs Handy schon für 20 Euro so eine Brille und dann machst du das Handy irgendwie da rein. Ich keine Ahnung, ich hab sowas nicht, ich brauch so einen Scheiß nicht, halte nichts von, mach die Augen kaputt. So. Ja. Das ist. War mal kurz die Introduktion hier. Ja, für die Auflösung entschuldige ich mich, das ist 640x480, das bietet sich an, weil ich so längere Videos drehen kann und vor allem, es lädt sich schneller hoch und letztendlich gibt es ja hier eh nichts zu sehen in allen weg, außer Leid und Elend, wie zum Beispiel meins. So, und deswegen, das war mal, dass ich eine Zeit lang HD-Videos gemacht habe, aber bei den wichtigen Sachen mache ich das ja auch, wenn es irgendwie um Implantatmessungen geht oder so eine Scheiße oder die Schulterchips oder Kopfchips oder... So, und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Ja, darauf wollte ich heute eingehen, wie gesagt. Die Videos sind übrigens überhaupt erst entstanden, so als eigentlich als Logbuch sind die entstanden. Für diejenigen, die das wissen wollen, deswegen sage ich mal die Zeit und das Datum. Genau, um halt so diese Angriffe der Geheimnisse festzuhalten. Ja, und dann ist da irgendwann ein Spaziergang draus geworden. Und das habe ich dann so weitergeführt und genau. Ja, und dann irgendwann wurden das Spaziergang, so ein bisschen wie die Montagsspaziergänge in der DDR. Nur, dass heute, welcher ist heute, auch Montag ist, ach so. Ja, ist ja wohl Pfingsten irgendwie oder irgendwas, keine Ahnung. Ich feiere diesen ganzen Satanistenrotz nicht. Alles kommt alles. Die frühen Christen haben keinen einzigen Feiertag gefeiert. Geburtstag ist auch satanistisch, genau wie Weihnachten. Ist alles Satanisten-Scheiße. Das haben die alles uns übergeklebt und übergestülpt. Für mich ist jeder Tag der gleiche Tag. Und jeden Tag das gleiche Leid und jeden Tag die gleiche Scheiße von Neuem. Die Geheimdienstfolter, die Überwachung, das Vergewaltigen bis zum Orgasmus mit Genitalimplantaten, die ich auch habe, und Nanotech und Energiewaffen. Also bei mir nimmt sich da eh nichts. Ob Wochenende ist, ob Weihnachten ist. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. So, also, an die lieben BNDler, die mich hier anschwulen jeden Tag. Die mir unbekannten BNDler. Ich weiß immer noch nicht, ob das meine Nachbarn sind oder ob das doch irgendwie von Pullach aus irgendeinem Hauptquartier kommt oder von Berlin. Ist mir auch scheißegal. Beziehungsweise ist nicht egal, aber ich möchte das nicht. So, also, für diejenigen, die jetzt, wie gesagt, nicht wissen, worum es hier geht, guckt einfach mal Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität an, auch auf dem Kanal hier, dann wisst ihr Bescheid. So, ich bin mit moderner Militärtechnik und Nanotech ausstaffiert. Kann also jederzeit wie ein Telefon vom Geheimdienst angepeilt werden, hab dann diese Wichser im Kopf, kann mich mit denen unterhalten. Ich brauche das auch nicht mal laut zu machen, also ich kann es auch telepathisch machen, aber ich habe die Angewohnheit trotzdem noch laut zu reden, wenn ich also es ist quasi wie telefonieren ohne Telefon, es ist ätzend. Und man kann aber nicht einfach auflegen, das ist das, also die können einen halt 24/7 betelefonieren, kann man sagen, nachts, morgens, mittags, abends, jeden Tag. So, also ich werde angeschwult. Seit meinem dritten Lebensjahr, weil ich Projekt Monarch Beta-Opfer bin, Sexsklave, gegen meinen Willen. Ich möchte auch gerne mal wissen, wer mich da reingesteckt hat, dass die Person dann hingerichtet werden kann. Die ganzen. Also sie sagt, das ist nicht nur mein Großvater, selbst wenn der mich da reingesteckt hat, aber es müssen ja auch irgendwelche Leute geben, die das ausführen. Und naja, wie gesagt, auf jeden Fall hat sich das erledigt, alles. So, das habe ich auch schon mal in meinem gestrigen Video gesagt. Aber ich kann mich da nur wiederholen. So, also bitte unterlass diese Anschwulung jeden Tag. Also darunter fällt zum Beispiel das sexuelle Belästigen per Voice to Sky. Das muss man sich mal vorstellen. Seit 17 Jahren kriege ich hier zu hören, er liebt dich, sie liebt dich und so eine Scheiße. Dann wird mir, wie gesagt, der Penis stimuliert und dann auch mit diesen ganzen Nanotech und was weiß ich, Militärtechnologie.
Und halt mit Gedankenübertragung, mit Image to Skull, also Bildereinsendung im Kopf. Also ich kriege quasi Privatpornos im Kopf eingespielt. Das seit 17 Jahren, seit meinem dritten Lebensjahr. Deswegen, also erstens mal ist das total, wie gesagt, Dr. Catherine Horn, internationale Staatskriminalität gucken. Kann auch sein, dass über die Augenimplantate kommt. Auf jeden Fall, seit 17 Jahren werde ich hier jeden Tag vergewaltigt. Jeden Tag kriege ich diese Scheiße zu hören. Also ihr Lieben, das ist erstens mal, ist das ausgelutscht mit diesem er liebt dich, sie liebt dich. Ja, aber es sind halt alles, beim BND müsst ihr wissen, das sind Nazi-Schwuchteln. So, also es sind meistens sind es dann, wie man mich in diese Homo-Scheiße reindrücken, ey. Naja, auf jeden Fall, so. Ja, aber so oder so ist auch egal, was ich für eine sexuelle Ausrichtung habe. Asexuell übrigens, ne, habe ich auch schon oft gesagt, aber es spielt keine Rolle. Weil, wie gesagt, erstens mal, wie gesagt, das Ich liebe dich ist ausgelutscht, das höre ich seit 17 Jahren und ihr habt mir so viel Biomüll aus dem füllten Abfallcontainer, wollt ihr mir andrehen. Das war die beste Dekonditionierung, die ich nur haben kann. Also ich bin so oder so erstens mal nicht mehr geil. Ich war noch nie geil, weil ich asexuell bin. Aber wie gesagt, diese Geilheit, ihr habt das auch kaputt gemacht mit den ganzen Schrottkindern hier. Irgendwelche Fettis, irgendwelche Ballonköpfe, irgendwelche Leute, wo ich mir denke, Alter, wo buddeln die diese Leute aus, ey? Diese Leichen, keine Ahnung, ey. Nee. Teilweise, ne? Also großteils, 90% war hier nichts, was man mir hier angedreht hat. Und deswegen, also ich bin da auch raus. Auf jeden Fall, bitte unterlasst das, mich jetzt hier anzuschwulen. Also eigentlich, das sollte das Video an die Geheimdienstler gehen. Bitte unterlasst es, mich anzuschwulen, mich jeden Tag zu vergewaltigen und mir hier diese Pornos einzuspielen. Wie gesagt, ich bin asexuell, nicht schwul, nicht hetero, gar nichts. Ich möchte auch nichts. Für alle, die jetzt zugucken, sich denken, what the fuck. Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. Wir leben nicht mehr in 1950. Das Militär ist hochgerüstet wie noch nie. Im Fick- und Mordmodus drin. Die können nicht mehr aufhören. Das ist wie ein bisschen wie mit den Nazis. Nicht ein bisschen, das ist wie mit den Nazis. Und die brauchen halt alle eine Kugel durch den Kopf, sonst hören die nicht auf. Ne? Und dafür kämpfe ich ja, dass dieses Pack entsorgt wird. Nee, also wie gesagt, verzeihen werde ich euch nie, was man mir angetan hat. Weder den Leuten, die mich in dieses Projekt gesteckt haben, noch den Leuten. Und das ist, was es ist, ein Projekt und ein Programm. Ja, werde ich nie verzeihen allen Leuten, die partizipiert haben in irgendeiner Art und Weise. Egal, ob das nur das Gangstalking ist, werde ich auch nie verzeihen. Das sind alle Schwerkriminelle. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Das ist wie so ein Kuchen. Jeder hat seinen Teil da gebacken und gemacht und getan. Und wie gesagt, ohne diese ganzen Gangstalking-Scheiße wäre ich überhaupt, ja, auch überhaupt nie in der Psychiatrie gelandet. Das ist ja auch das, was mich am Anfang so wahnsinnig dann gemacht hat. Leute, die einen hinterherlaufen, und das war vor YouTube, hinterherlaufen, fotografieren und so eine ganze Scheiße. Und da gehst du dann irgendwann kaputt dran, ne? Und wenn du dann auch noch alleine bist, isoliert, dann jeden Tag diese Beschallung hier, ne? Ja, so, wie gesagt, bitte unterlasst das, wer auch welcher BNDler auch immer dafür verantwortlich ist. Ich bin nicht schwul, ich bin asexuell. So, selbst wenn ich schwul wäre, hätte ich an solchen Losern wie euch kein Interesse, an irgendwelchen Versagern, Legasthenikern und Autisten, die nichts können. Also von daher hat sich das so oder so abgehakt. Ich will damit nur sagen, 1000 Gründe dagegen. So, die nächste Geschichte ist, jetzt habe ich schon wieder 10 Minuten rumgeredet. Ja, also wie gesagt, normal wäre ich seit 3 Jahren tot. Hat nicht geklappt. So. Ne? In dem kontrollierten Attentat. Hier in dieser Löhns Realschule da. Wie gesagt, ich hätte diesen fetten Krüppeljungen, Freimaurerjungen Benny Behrens damals erschossen. Diese hässliche jüdisch-spanische Bodenstange Phil Rosenberg. Von der Rosenberg, Zionberg. Ich sag gern Zionberg-Familie. Ja, weil er sich auch so denkt, der ist was Besseres. Wen hätte ich noch erschossen? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Finn Schärfke wahrscheinlich auch. Weil er auch ein verblödeter Loser ist, der auch zu diesem Geheimdienstkartell gehört. Ja, Marco Scholz wahrscheinlich auch. Also auf jeden Fall diese ganzen Verbrecher halt, ne? Leute, die es verdient hätten. Geklappt hat das nur nicht damals wegen Vodafone. Ja? Wegen Vodafone. Weil hier eine Internetstörung war 3 Wochen lang. Ansonsten wäre ich, wie gesagt, längst schon tot und das wäre auch besser gewesen für den Geheimdienst, für mich. Ich wäre oben bei Gott. Muss diesen Scheiß nicht länger antun hier. So, hat leider nicht geklappt.
So, und das ist ja auch die nächste Geschichte, ne? So oder so. Das hat nicht geklappt. Also normal wäre ich seit 3 Jahren tot in einem kontrollierten Attentat. Ey, es wäre so geil gewesen, ne? Richtig schön mal Hass rauslassen an diesen hässlichen, verkrepelten Ballon, könnte man diesen Untermenschen, an diesem Dreck. Wirklich. Biomüll. Das ist Biomüll. Die Behrens-Familie ist alles Biomüll. Der Behrens-Junge ist Biomüll. Ja, es wird Zeit, mal in Deutschland echt den Müll rauszubringen. Keine Sorge, wenn so ein Polizist zuguckt, ich kann euch beruhigen, ich habe eh, also es ist keine Attentatsplanung geplant. Erstens habe ich eh keine Kohle. Ja, und zweitens, wie gesagt, ich habe ja gesagt, vor 3 Jahren. Aber ich wollte es halt nur mal sagen. Ja, und wie gesagt, nächste Geschichte ist, man kommt ja hier sowieso in diesem Stasi-Land nicht an Waffen, außer du hörst zu den Geheimdiensten und pinkelst irgendwelche Leute an. Ne? Nee, also wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch will, ist, wie gesagt, Rache, dass sich alles aufklärt und sterben. So, weil mein Körper ist kaputt, mein Leben ist kaputt, ich werde mich eh nie davon erholen können. Möchte ich auch gar nicht, ich möchte nicht in dieser kranken Welt hier weiter verweilen. Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. Solange das hier so weiter, ist auch auf dem Kanal hier, solange so weiterläuft. Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität, bitte angucken, komplett. Solange das so weitergeht, möchte ich und kann ich auch in so einer Welt nicht leben. Ganz ehrlich, da bin ich lieber tot oben bei Gott, bin frei. Ne? Ja, was bringt mir das denn? Bin doch lieber tot und frei als versklavt und irgendwelche fetten Autos fahren und irgendwelche Kinder vergewaltigen und irgendwelche Kinder kochen und irgendwelche Kinder fressen. Das ist doch viel besser. Lieber tot und frei als versklavt auf irgendeiner Baumwollplantage. So. Und die, weißt du was, ganz ehrlich, ich wäre lieber ein Sklave damals, irgendwie so ein Afrikanischer gewesen. Die hatten es noch besser. Die wurden umsorgt, die haben hier, ja je nachdem wo du warst, ne, haben hier Essen gekriegt. Ne, man hatte damals auch noch so eine Interesse, die Sklaven am Leben zu erhalten. So doof sich das jetzt anhört. So. Und die Sklaverei heute ist richtig pervers. Ey. Heutzutage quälen sie die Leute wirklich kaputt. Die Leute werden mit Biowaffen, mit Morgellons, mit Nanotech, ich, angegriffen. Ja, das Ziel ist eigentlich der Tod der Person. Und vorher halt möglichst noch viel Geld machen. Aber nicht mit mir, Herr Karl, ich bin nicht bescheuert. Ja, wie gesagt. Schickt doch endlich hier eine Drohne von Rammstein. Eliminiert mich endlich. Ja, seid da auch zu feige. Jetzt ist ja ihr Pimmel zu klein, wa? Na, ich lasse mich nicht verarschen von euch. Nee. Genau. Ja, worauf wollte ich hinaus? Wie gesagt, ich kann mich eigentlich nur wiederholen und es ist auch im Prinzip irgendwie immer das Gleiche. Aber wie gesagt, ich komme ja bei den Geheimdiensten nicht durch, deswegen für die normalen Zuschauer mache ich halt diese Videos, um das halt so an die Öffentlichkeit zu tragen. Eins und zwei, dass sich irgendwie die Geheimdienste mal irgendwie jetzt da mal am Riemen reißen und mal irgendwie wieder gerade laufen im Kopf. Ich habe die Hoffnung ja nicht aufgegeben. Ja. So, da kommt jetzt ein Wauzi. Ich habe keine Angst vor Wauzis, aber wir gehen mal hier kurz hoch. Mr. Wauzi. Mr. Wauzi. Ach ja. War eine schöne Zeit. Danke an den BND, dass man es hier kaputt gemacht hat. Also ich hätte locker meinen erweiterten Realschulabschluss durch diese Folter, mit diesem Nanotech, mit diesen Morgellons, mit dem Schlafentzug, mit der Vergewaltigung, mit dem Gangstalking. War ich irgendwann so, sag ich mal, irreparabel, bin ich immer noch kaputt und ja, dysfunktional, keine Ahnung, weiß ich nicht. War, es ging halt gar nichts mehr irgendwann, ne? Also wie gesagt, ich kann nicht in der Schule sitzen, die besten Leistungen erbringen. Wenn ich, wie gesagt, jeden Tag vergewaltigt werde, Schlafentzugs gefoltert werde, mit Musik beschallt werde und Militärtechnologie angegriffen werde und Energiewaffen psychologisch gefoltert werde, dann auch eine blonde, verblödete, narzisstische Erzeugerin um mich rum habe. Ja. So. Das ist unmöglich. Ja. Also. Ne? Ja, und dann bin ich halt irgendwie, dann ist der ganze Laden halt abgestürzt, so ein bisschen wie die Bundesrepublik Deutschland hier, vor allem Bundesrepublik Deutschland, der fährt ja auch, ist ja auch hier gerade richtig dabei, an die Wand zu krachen, der Laden, ja.
So, hier haben sie mir gleich schon eine Bank hingestellt. Das finde ich super. Guck mal hier, setzen wir uns mal kurz drauf. Genau. Nee, auf jeden Fall, ja. Na, das sind alles so Sachen. Wie gesagt, das... Ja, und deswegen, was ich jetzt eigentlich nur will, ist, dass sich endlich alles aufklärt, dass ich meine Entschädigung kriege, mindestens im 100-Millionen-Euro-Bereich für diesen ganzen Scheiß hier. Wie gesagt, 17 Jahre Dauervergewaltigung, schon alleine das muss man sich mal geben. Nicht ein Jahr, sondern 17 Jahre Dauervergewaltigung, jeden Tag elektromagnetisch, in der Hoffnung, dass ich schwul werde und irgendwelche Kinder anpisse. Ja? Also es ist dann einmal, wie gesagt, sexuelle, also wir haben also der Straftatenbestand geht ins Unendliche. Wir haben einmal Nötigung, wir haben sexuelle Belästigung, wir haben Vergewaltigung, 17 Jahre lang, wir haben, wie gesagt, Stalking, illegale Überwachung, keine Ahnung, die ganzen Paragraphen heißen, aber also, das wären dann schon 4, 5, 6 DIN A4 Seiten, so komplett von oben bis unten in den ganzen Straftaten, ne, was der BND alles so begangen hat gegen mich. Und vor allem, ich habe ja mehrfach gebeten, angerufen, E-Mails geschrieben, dass das unterlassen wird. Also wir haben dann auch quasi eine unterlassene Hilfeleistung auch noch 17 Jahre lang. Das heißt also, selbst wenn die Geheimdienste nichts mit all dem zu tun hätten, sage ich mal, so doof das sich anhört, dann habe ich sie ja oft genug informiert und trotzdem wurde nichts gemacht. Genau. Tja, wie gesagt, dafür kämpfe ich jetzt. Jetzt ist halt nur die Frage, kriege ich das noch, meine Rache, meine Gerechtigkeit, oder werde ich vorher abgemurkst, oder sterbe ich vorher, oder... Dr. Catherine Norton, internationale Staatskriminalität, bitte gucken. Ich wäre euch sehr dankbar. Ja, genau. Nee, also deswegen, ihr habt mir mein Leben zerstört vom BND, ihr wisst das auch genau. Es wird natürlich offiziell alles abgestritten. Ja, also mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ihr habt mir mein Leben zerstört. Ja. So. Auf allen Ebenen Freundschaften kaputt gemacht, alles kaputt gemacht. Dr. Catherine Norton, internationale Staatskriminalität. Hämmert's euch ein. An die normalen Zuschauer jetzt, ihr habt mir mein Leben kaputt gemacht. Mein Schulabschluss kaputt gemacht. Wegen euch bin ich hier in so einer scheiß Ballerburg gelandet. Hier Farbtechnik, wie euch in autistischen Ballonköppen. Hier Silbenklatschen habe ich da. Was wäre eigentlich was für euch autistischen Legastheniker beim BND, Alter? Nochmal ein bisschen Silbenklatschen, nochmal alles lernen, dass ihr dann vielleicht mal die richtige Rechtschreibung und so einen Scheiß alles beherrscht. Ich kann das. Wie gesagt, bei mir ist das immer so, bloß ich nehme halt diese Sprachaufnahme von Google, dann halt, wenn ich die Beschreibung auf YouTube mache vom Handy, deswegen ist das manchmal chaotisch, aber ich kann auf jeden Fall lesen und schreiben richtig, so. Naja. Genau. Bum, bum, bum. Drehen wir uns mal um. Ne? Genau. Ja, wenn ich das schon sehe, ist das bekloppt oder ist das bekloppt hier? Zutrittsverbot. Ja, fehlt nur noch, dass sie die SS und die SA hier vor die Läden und vor die Schulen stellen. Zutrittsverbot! Ja, ist so. Oder was weiß ich. Ist doch so. Kommt bald auch noch, ey. Ich sag's euch. Ja, momentan, ne? Lebt der Faschismus ja, hat ja wieder richtig so ein ist wieder am Aufleben. Hat wieder so ein Comeback, ja. So, wie gesagt, auf jeden Fall, ne. Ihr habt mir mein Leben zerstört. Ihr habt mir meine Freundschaften zerstört. Ihr habt meine Beziehung zerstört. Ihr, also, Beziehung im Sinne von Beziehung halt zu den Leuten und nicht im Sinne von einer sexuellen oder, aber, ja, wobei, da hatte ich ja auch, siehste. Dann hatte ich nie irgendwie eine sexuelle Freiheit, eine Gedankenfreiheit, 17 Jahre lang. Also es kommt so viel zusammen, was ihr mir alles angetan habt. Genau.
Nee, also wie gesagt, das Körper kann man heilen, aber dieses psychische Leiden, da hat mich keiner gefragt, wie ging es mir eigentlich dabei, wie war das eigentlich für mich, ne? Hat keiner gefragt, ne? Und das war so schlimm, Alter. Wie gesagt, das muss man sich mal geben. Ich habe eine Gymnasialempfehlung damals fast gehabt. Aber wie gesagt, die Scheiße geht ja seit 17 Jahren auch. Auch diese, wie gesagt, Manipulation, dass ich gewisse Sachen nicht verstehen kann. Da war es bis ja auch auf CIA, die, was weiß ich, was die mir alles verabreicht haben, nachts LSD und so eine Scheiße und dann so Schlafentzug. Da kannst du ja auch nicht richtig funktionieren. Das geht ja seit meinem dritten Lebensjahr so. So, also wie gesagt, also die CIA hat auch Schuld durch dieses Mind Control, durch diese Implantate, dass ich halt Mathe nie richtig verstehen kann. Beziehungsweise ich kann Mathe, es ist wie im Schwamm. Es ist aufgesogen im Unterbewusstsein, aber ich kann es halt nicht anwenden. So, deswegen, da hoffe ich auf den CIA-Heiko, auf eine Persönlichkeitszusammenführung, dass ich dann auch hoffentlich wieder irgendwie mal richtig Mathe kann, ja? So. Genau. Ja, oder halt am besten, wie gesagt, man gibt mir halt endlich die Kugel, erlöst mich von dieser Scheiße hier. Wie gesagt, also ja, es ist alles wieder ein bisschen durcheinander, aber es hängt ja alles zusammen. Wie gesagt, ihr seid schuld, dass mein Leben kaputt ist. Ihr wisst es auch genau, dass ich in irgendeiner scheiß Ballerburg, also sowohl in der richtigen Ballerburg gelandet bin, in so einem Nazi-Exterminierungslager, Armee aus Hildesheim, Albert Schweitzer, diese ganzen pädophilen Pissetrinkern da, so. Und Kinder poppern und nee, widerlich. Der Polizei macht ja gar nichts, das bringt ja auch nichts, gehört ja auch alles den Freimaurern. So. Da hat mich keiner gefragt, wie ging's mir da, Alter. Niemand hat mich da gefragt und niemand war für mich da. Und 3 Monate habt ihr mir erzählt, da, dass der CIA-Heiko kommt, mich rausholt, ja. 3 Monate lang, jeden Tag, ich bin da fast gestorben. Verhungert, ausgehungert, ja. Ein Fraß kannst du ja total vergessen da. Mehrfach habt ihr mich in dieses Armeehaus gefoltert, ja. Wie gesagt, erst sollte ich hier über den Jordan gehen. So, wäre besser gewesen für uns alle. So, das hat nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, Herr Karl, ihr müsst die Opfer mit Waffen versorgen. Die können, hier in Deutschland kann man sich ja nicht selber mit Waffen versorgen. Geht ja gar nicht. So, wie gesagt, Adresse Gleiwitzer Straße 39757 für iMac. Wenn mir irgendwer was schicken will von euch Freaks da, oder vielleicht auch ein Zuschauer, ich hätte gern Smith & Wesson Magnum Revolver. Warum Revolver? Weil ich auch was will, was den Kopf zerfetzt und ich nicht behindert als Sabberkopf im Rollstuhl landen will. So, deswegen Smith & Wesson Revolver, die sind zuverlässig. So, Gleiwitzer Straße 9, 37574 Einbeck, Adrian Lachstetter. Ich nehme gerne Fanpost an, das ist kein Thema. Am besten mit ein paar Schuss, dass ich auch so mal schießen kann. Genau, ja, 6 Schuss am besten, oder was? Naja. Nee, auf jeden Fall so. Ihr habt mein Leben da kaputt gemacht. Ich habe gar nichts mehr jetzt. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie zu arbeiten. Ich darf jetzt von Hartz IV abhängig sein. Ne, als Dank für diese ganze Scheiße, für dieses Nazi-Exterminierungslager, wo ich fast gestorben bin, für die Mordversuche, ja. Es wäre besser. Also normal, wie gesagt, sage ich es nochmal. Ich wäre seit 3 Jahren eigentlich tot. Verhindert hat das nur Vodafone und die Internetstörung. Ja, da hat man mich wieder. Ne, es wusste sonst niemand davon, außer ich und die BNDler, die mir durch die Augen gucken können, durch die Implantate. Und die mir auch diese Scheiße eingesendet haben. Also, da hätten wir dann sowieso auch einen versuchten Totschlag. Auch Anstiftung, also so viele Straftaten kommen da zusammen. Wie sagt Dr. Cashin Orton, internationale Staatskriminalität. Na, deswegen diese schwulen BNDler mit ihren hässlichen autistischen Bollerkopfkindern aus dem füllten Abfallcontainer, die wollen sich halt selber den Arsch retten. Die wollen halt nicht in den Knast. Deswegen halten sie halt lieber zusammen und pissen halt wieder weiter Kinder an und fressen die auf, weißt du? So, aber nicht mit mir. Ich lasse mich da nicht verarschen. So, also normal wäre ich, wie gesagt, tot seit 3 Jahren. Das hat nicht geklappt. Dann haben sie sich gleich wieder eingewiesen, abgespritzt, mit Pillen kaputt gemacht. Ich sagte, ich kann jedem, der das Video seht, lasst euch mal Risperidon geben, nehmt das mal 30 Tage lang und ihr werdet mich verstehen können, Alter. Das ist das schlimmste Zeug, was es gibt. Hier Risperidon und Olanzer. Siehst du, dann habe ich
Tabletten gegen diese Staatsverbrechen bekommen. Ja, wie gesagt, das ist, wenn sie schon so eine Scheiße machen, dass man Leute krank macht und die dann mit Pillen, dann doch bitte mit den Leuten, die eh nichts können. Mit irgendwelchen Ballonköppen, mit irgendwelchen Legasthenikern, wie hier Benjamin Behrens, Finn Schärfke, Phil Rosenberg. Das ist ein potthässlicher Schrott, Junge. Ich könnte ihm mal seine scheiß Fresse einschlagen. Mit solchen Leuten können sie das machen, die eh hässlich sind, die nichts können, die keiner will und die keiner lieb hat. Aber nicht noch die guten Leute kaputt machen. Das geht gar nicht. Mit solchen Leuten können sie es machen. Die können sie in irgendwelche Anstalten stecken, mit Pillen voll und gut. Aber nicht mit mir. Nee, also Olanzapin ist die nächste Scheiße. Wie gesagt, da kriegt man Männertitten von. Das tut auch teilweise weh. Siehst du, Risperidon. Genau, das da kriege ich dann halt auch. Ja, genau, das war das sogar auch. Nee, da kriegst du auch Männertitten von. Das tat höllisch weh, weil dann ja die Brüste wachsen und so ein Scheiß alles. Froh, dass ich mich da übrigens halbwegs wieder von regenerieren konnte. Durch dieses ganze Umkehrosmosewasser und Fasten und Filtern und, ne. Ja, und das sehe ich halt nicht ein. Also normal wäre ich schon längst tot. Dann habt ihr mich in diese Anstalt gesperrt. Ja. So. Normal wäre ich längst tot, dann habt ihr mich in diese Anstalt gesperrt. Ne. Da bin ich dann krepiert fast. Da habt ihr euch diesen Tabletten kaputt gemacht. Ich konnte nicht stehen, nicht gehen, nicht laufen, gar nichts. In dieser Klapsmühle. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager angucken, auch auf dem Kanal hier. Alternativ neueste Nachrichten, Dr. Cash Norton, Stopp 007. So, also, man hat mich fast umgebracht, schwerst verstümmelt. Ich laufe jetzt immer noch in mein Leben zerstört. Also, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ihr habt von mir nichts mehr zu erwarten. Ihr seid die größten Oberloser, stellt euch endlich selber der Polizei und dann nehmt euch einen Strick oder was, weiß ich. Und gut ist, ey. Ihr hättet eigentlich an meiner Stelle da sein sollen, ey. Da habe ich Autisten und Legastheniker, die nichts können, ey. Die können sie doch in solchen Anstalten kaputt machen. Das finde ich sogar noch okay, weißt du was? Ey, sollen sie doch die Leute kaputt machen, die eh nichts können. Irgendwelche behinderten, defekten Leute hier, die Bill Gates mit der Pharmaindustrie kaputt gemacht hat, hier mit den Impfungen, mit dem ganzen McDoof-Fraß hier, Störtebecker lässt grüßen, was da alles reingehäckselt wird. Bitteschön, das ist doch in Ordnung. Aber nicht noch arische Übermenschen, Empathen, Indigo-Kinder mit einer hohen Intelligenz wie ich in so einen Anstalten reinstecken und da kaputt machen. Das geht gar nicht. Das macht mich brastig. Ich habe bis heute keine finanzielle Entschädigung dafür gekriegt oder irgendwie eine andere Entschädigung in Form von Hinrichtung, in Form von Exekution, gar nichts. So, also das zeigt mir, dass euch auch nichts an mir liegt. Und mit Leuten, denen nichts an mir liegt, lasse ich mich auch nicht drauf ein. So. Wie gesagt, ich werde so lange kämpfen, bis ich umfalle, so wie ich trainiert bin. Ich bin CIA-Supersoldat, ja. Ich kämpfe so lange, bis ich Brunos kleinen Scheiß, Bruno Karls kleinen Scheiß, Mikrodödel, ja. Diese kleine Ratte tot ist, ja. So. Nee, keiner hat mich gefragt, wie ging's mir eigentlich? Wie war das eigentlich für mich? Nee. Also, es ist doch einfach nur grausam, ne? Also, ich wäre da draufgegangen normalerweise, es hätte keinen gestört. So, und jetzt wollt ihr auf einmal alle meine besten Freunde sein. Und, oh, wir haben dich doch so lieb. Ja, wisst ihr was? Falsch, wird da jemand anders. Beweist mir die Liebe. Ich will einen geheilten Körper, ich will eine Entschädigung mindestens von 100 Millionen Euro und das ist noch zu wenig. Normal steht mir sowas, die Freimaurer haben so eine Karte zu, was weiß ich. Oder dass ich ein Leben lang alles kostenlos kriege, was ich will, dass ich mich erstmal regenerieren kann von dieser Scheiße. Ich habe genug geschuftet. Ich habe 17 Jahre 24/7 geschuftet. Das heißt also, 80 Arbeitsjahre. Wer arbeitet denn 80 Jahre? Alter, wer arbeitet 80 Jahre? Keiner. Ich arbeite 80 Jahre. Oder 21 Jahre, seit meiner Geburt. 24/7. Wer arbeitet denn so lange? Und ich kriege keine Rente, kein nix. Also da steht mir schon zu, irgendwie so eine Karte, wo ich dann wirklich alles mitkriege, was ich will. Dass ich mich dann halt erstmal erholen kann. Wieder quasi so, dass ich zum Beispiel in den Laden gehen kann, dann diese Karte habe, steht drauf, hier MK Ultra, CIA, paff, die lege ich dann einfach hin. Ja, sowas muss es echt mal geben. Und dann kann ich halt einfach alles kostenlos einkaufen, so viel ich will. Oder, sowas zum Beispiel. Hallo? Ich bin quasi wie so ein Veteran, wie so ein Kriegsveteran, ja. Ich kämpfe seit 17 Jahren in einem Krieg ohne Ende, ohne Pause, gegen ein autistisches Kinder-Popper-Legastheniker-Kartell. Da könnte man mir ja schon mal irgendwie irgendwelche Aufwandsentschädigungen dafür zukommen lassen. So.
Und das ist mit einer Million nicht getan. Ich wäre selber durch Bitcoin geworden. Bitcoin-Millionär. Mir auch alles zerstört. So, also. Und vor allem, wie schnell ist das verbraucht, ne? Wenn man sich erstmal ein Haus kostet, ja schon 500 Millionen, ne? 500.000 oder so, oder 300.000. Und man will es ja auch nicht nur irgendwo als Einsiedler leben, willst ja auch schon irgendwie einen Bäcker, dann Auto und Unterhaltskosten. Ne? Ja. Nee, auf jeden Fall, wer arbeitet denn schon 80 Jahre? Hä? Keiner. Also, mir steht ein Bundesverdienstkreuz zu. Ja, und wie gesagt, so eine Karte, dass ich alles irgendwie kostenlos kriege. Beziehungsweise, das. Das ist auch nicht arrogant oder so, sondern das ist einfach so. Ich kämpfe 18 Jahre, habe ich gearbeitet. Hallo? 80 meine ich. Ja, jeden Tag 24/7 seit meiner Geburt. Militärtechnologie, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, Hohn zerstören, das. So, also entweder man bringt mich jetzt hier um und gut ist, lass es eine Drohne sein, Kopfschuss sein, was weiß ich, und erlöst dich von dieser Scheiße, dass ich endlich bei Gott oben sein kann und mir diesen Affentheater hier nicht länger antun muss. Oder man fängt jetzt langsam an, das aufzuklären, das wieder gut zu machen, mich hochzuheilen und mich zu entschädigen. Diese zwei Optionen gibt es. Auf was anderes lasse ich mich nicht ein. Ich werde so lange kämpfen, bis eins von beiden eintritt. Entweder mein Tod, euer Tod und Entschädigung. Oder halt eben, genau. Und jetzt schiebt euch endlich eure verkrepelten Kinder sonst wohin. Das sage ich euch echt, ey. Gilt für alles, was man hier seit 17 Jahren andreht. Ich habe die Schnauze echt gestrichen, voll von euch. Verblödeten Geheimdienstvollidioten, ey. Echt, habt doch eine Meise. Ganz ehrlich. Nee, also wie gesagt, mich kriegt ihr nicht lebendig in dieses Kartell. Ich habe gesehen, was sie mir angetan haben, alles, wie schlimm das für mich war. Und ich mache ganz sicher nicht mit. Ich helfe da ganz sicher nicht mit, irgendwelche Leute zu verstümmeln und zu foltern. Nee, ihr seid das größte, asozialste Pack, was ich kenne. Herr Karl, Sie mit Ihrer Bande. Herr Hallenwang ist ja ein Kartell alles. Ja. Ihr seid die einzige Bedrohung, ey, für die Menschheit. Es gibt keine Bedrohung im In- oder Ausland. Wird ja alles den gleichen, wird ja alles freimaurern hier, diese Welt. Nee, auf jeden Fall, genau. Ich wollte das auf jeden Fall nur noch mal rauslassen, weil, wie gesagt, 43 Minuten habe ich irgendwie, 32 haben wir jetzt voll. Ich muss schon so wieder Videos löschen. Auf jeden Fall, ihr habt mich wirklich Schmerzen zugefügt, seelisch, geistig, auf allen Ebenen, ja. Und jetzt braucht ihr euch an mich nicht mehr ranschwulen, also bitte unterlasst die Scheiße. Normal wäre ich seit 3 Jahren tot, wäre besser für uns alle gewesen. Klappt halt, wie gesagt, nicht wegen Vodafone, ja. Drecksverein, wie gesagt, was auch sonst. Ich wäre froh gewesen. Wie gesagt, was bringt mir das? Ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich will, dass wirklich diese Verbrechen endlich aufgedeckt werden, dass die Opfer entschädigt werden, ich entschädigt werde. Ihr gehört alle an Galgen und das wisst ihr auch. So, jeder einzelne Geheimdienstler mit seinen hässlichen, autistischen Schrottkindern aus dem 4. Abfallcontainer. Es ist einfach so. Und dafür entschuldige ich mich auch nicht, weil es so ist. Kann das nichts zu, wenn ihr die Wahrheit nicht abkönnt. Das ist einfach so. Ihr seid degenerierter Biomüll, der denkt, er ist was Besseres, weil sie halt irgendwie die moderne SS-Uniform anhaben in Form von Militärtechnologie in euren Händen und Energiewaffen in euren Händen und das und dies und jenes und ne? Aber nicht mit mir. Habe ich mal so ein Bild auf Telegram gesehen, ne? Es waren nicht Hitler oder Himmler, die mich nach Auschwitz verschleppt haben. Sondern es waren Nachbarn, Bäcker, Metzger, die eine Uniform anhatten oder eine Uniform gekriegt haben und dachten, sie wären die Herrenrasse. Es gibt nur eine Herrenrasse hier. Das sind die Serben, die Jugos, ja. So. Aber ganz sicher nicht irgendwelche autistischen Legastheniker vom BND, ja. Ganz einfach. Jugo-Power. Ja, Herr Karl, ich bin jugoslawischer Partisane. Partisan mit Z. Alter, das war der wichtigste Widerstand in Europa im Zweiten Weltkrieg. Die haben noch erbitterter gekämpft. Da kannst du den französischen Widerstand vergessen. Die haben ja sofort hier die weißen Fahnen und alles. Ich lasse mich auf jeden Fall nicht. Also ich werde kämpfen bis zu meiner Zerstörung. Was anderes bleibt mir auch nicht. So, bis ich euch
Pisse trinkenden, verkrüppelten Loser da alle am Galgensee. Verzeihen werde ich übrigens auch niemandem von euch. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, als ich in der Kapsel war, als ich in diesen Berufsvorbereitungs-Farbtechnik mit diesen Vollidioten da war. Es tut mir leid, es ist so. Alter. Ey, das ist wirklich schon, das ist nicht erniedrigend. Also ganz ehrlich, ich habe mir gewünscht, wo ich da gesessen habe. Ich dachte mir so, Gott, ey. Lass einen scheiß Blitz hier einschlagen, ich will sterben. Hallo Mandalas ausmalen, Silben klatschen. Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr. Linie mit einem Geodreieck verbinden. Das ist doch bescheuert. Doch keiner hat mich gefragt, wie das wirklich für mich war. Als, wie gesagt, als gebildeter, intelligenter, arischer Übermensch, einer hohen Intelligenz, als Empath, als Indigo, als Supermensch, ja, sitze ich da in irgendeiner scheiß Kaschemme. Mit irgendeiner scheiß narzisstischen blonden Fotze Karin Beinsen und Arthur Stebloff mal irgendwelche Mandalas aus. Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ey, und dafür überhaupt auch noch aufstehen, ne? Ja, und deswegen habe ich mich ja von Dr. Tüker, den ich auch nicht leiden kann, auch befreien lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Ich glaube, 3 Monate. Dann ja auch nur zu Hause gesessen. Aber es war trotzdem die schlimmste Folter, ne? Ne. Das hat mir dann auch nochmal, aber wie gesagt, vor allem die Psychiatriekacke, das hat mir so im Herzen wehgetan. Und ich habe mich da verrotten und vermodern lassen und normal wäre ich eh schon längst gestorben. Jetzt braucht sich also niemand mehr bei mir anschwulen oder bei mir ankommen. Ihr habt wirklich reingeschissen und verschissen. Verpisst euch bloß für immer, hängt euch, nehmt euch einen Strick. Ich kann euch alle nicht leiden. Keine einzigen Geheimdienstler, es gibt keine guten. Und lasst mich bloß in Ruhe, alle, ey. Das geht bloß in Ruhe. Wegen euch Wichsern darf ich jetzt hier jeden Tag spazieren gehen. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. In der Wohnung, wie gesagt, ich habe zu starke Schmerzen auch durch die Folter und durch die Implantate und durch die Schulterimplantate, die ich auch schon gemessen habe. Deswegen PC ist auch. Es ist also normale Sachen sind mir alle schon unmöglich, weil ich quasi behindert gefoltert werde. Das muss man sich mal geben. Übermenschen werden behindert gefoltert von verkrüppelten Untermenschen. Alter, was für eine Welt, ey. Die denken, die sind Übermenschen. Wow. Deswegen kämpfe ich auch gegen das System. Es muss umgekehrt sein. Normal sollte ich der sein, der beim BND sitzt und diese autistischen Legastheniker foltert. Nicht umgekehrt, ey. So. Ja, was ist denn das? Ballonköppe? Ja, ich kann mich darüber... Das regt mich auf. Es macht mich aggressiv. Das ist Dreck. Diese Leute sind kaputt. Die haben den Tod verdient, ja? Was willst du mit solchen Ballonköppen? Hä? Gar nichts. Die können nichts. So, einfach Ende aus. Autisten sind nicht intelligent, das sind Ballonköppe. Es ist ein Ergebnis von Bill Gates, von der Pharmaindustrie, weil die Leute halt aufwachen, weil die Leute halt gegen das System kämpfen, so wie ich. Da hat man sich gedacht, ja, wie machen wir das denn jetzt? Die Leute wollen nicht mehr arbeiten. Ja, wir machen halt einfach Menschen, die das System brauchen. Irgendwelche bekloppten Autisten, die jeden Tag um 6 Uhr aufstehen müssen und um 6 Uhr 1 muss gefrühstückt werden und um 6 Uhr 2 ist das Frühstück beendet. Sonst flippen die aus. Idioten, ey. Ja, Dr. Gates, Alter, voll der Psychodoc. Da habe ich so ein Bild geteilt auf Discord. How people think a killer clown looks like, also wie Leute denken, wie ein killer clown aussieht. Ne, wie er wirklich aussieht. Und darunter Bill Gates, ey. Naja, glaubst du es, ey? Nee, macht mich wütend, macht mich brastig, nicht mit mir. Ich werde kämpfen bis zum Umfallen, bis das hier aufgedeckt ist. Als Bestrafung dafür. Und dann habe ich gesagt, wie gesagt, ihr hättet das wieder gut machen können. Indem man, wie gesagt, diese Krepel hingerichtet hat, diese Krepelkinder, mit denen man mich vertrafficken wollte. Das ist eine Beleidigung, wie gesagt, mir gegenüber, als arischer Übermensch, mit einer hohen Intelligenz, als Indigo, als Empath, als Supersoldat. Wirklich, also da hätte man auch einen Mülleimer ausleeren können. Ja, nee. Mhm. Also sag mal, nee, lasst euch bloß alle in Ruhe. Hängt euch auf. Ja, ihr scheiß Freaks von den Geheimdiensten, ey. Echt. So, 43 Minuten habe ich, 38 habe ich schon verplappert. Ich wollte eigentlich nur mal meinen Hass rauslassen. Das ist ja das Einzige, was ich noch machen kann, dank den Freaks vom Geheimdienst. Und meine Hoffnung ist ja endlich, dass irgendwer von den Geheimdiensten gesteht oder dass irgendwie mal Widerstand von der Polizei kommt oder dass hier irgendwas, wie gesagt, ich kann nichts machen, außer Videos, Aufklärung, Flyer verteilen. Ansonsten sind mir die Hände gebunden. Ich habe eine elektronische Fußfessel. Tatsächlich sogar in Form von dieser Militärtechnologie, von diesen Implantaten. Ich kann überall geortet werden, selbst wenn ich das Handy wegschmeißen würde und nackt rumlaufen würde hier. Also, genau.
Nee, deswegen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Aber wie gesagt, aber vor allem dieser Schaden im Herzen, ne? Der ist geblieben und der wird sich auch nie wieder ausheilen. Wie gesagt, der Schaden, das ist nämlich wirklich so. Nee, also bei aller Liebe, aber sowas, egal, das habe ich auf jeden Fall nicht verdient. Irgendwelche scheiß Klapsmühlen foltern und also wie gesagt, normal wäre ich eh seit 3 Jahren tot. Nee. Nee, das werde ich euch nie verzeihen. Aber wie gesagt, vor allem, es kam, eigentlich müsste das von euch wieder kommen, dass man irgendwie auf mich zukommt. Wiedergutmachungstechnisch, ja, und nicht, dass ich euch hier noch über YouTube und die auffordern muss, sie, Herr Karl, und die Geheimnisse, die Scheiße zu unterlassen. Das muss eigentlich von selber kommen. Aber wie gesagt, ihr seid ja alles verzogene, autistische Legastheniker, was erwartet man? Aber trotzdem, und nach über 1000 Videos mit meinen gelöschten Kanälen und alles und der ganzen Scheiße ist nichts gekommen, Alter. Nach 1000 Videos ist nicht mal nach 1000 Videos auffordern, wie gesagt, mit dem gelöschten Kanal auch, ist nicht einmal eine Entschuldigung oder ein Gutmachungsversuch vom BND gekommen. Nee. Wie gesagt, mir bleibt gar nichts anderes als der Kampf. Ich kann mich auf euch nicht einlassen. Ich will mich auch auf euch nicht einlassen. Verzeihen werde ich euch nie. Hängt euch endlich auf. Gesteht endlich alles. Dann nehmt euch einen Strick. Hängt euch auf. Ihr seid alles Loser. Versager, jeder einzelne Geheimdienst da mit seinen Scheiß-Schrottkindern. Ich meine, guck mal, was könnt ihr denn? Was fragt euch einfach mal selber, was trage ich der Gesellschaft bei? Was bringt ihr denn der Gesellschaft? Was macht ihr denn groß, Alter? Ihr foltert Leute, ihr quält Leute und das war's. Ihr haltet die besten Leute, die arischen Übermenschen wie mich ab, positive Sachen zu tun. Ich hätte die Welt schon längst positiv verbessern können, in tausenden Arten und Weisen und mehr macht ihr nicht. Und dafür kassiert ihr Geld vom Steuerzahler. So, und das ist ja natürlich klar, wenn das generationenlang so läuft und die Kinder das dann halt auch nur so lernen, die sind dann natürlich talentfrei. Und die kriegen dann auch wieder Kinder und die sind dann natürlich auch talentfrei. Und das ist dann irgendwann so eugenisch dann schon. Das ist dann so eine Generation von Losern und die vermehren sich dann immer und die Kinder werden dann noch größere Loser. Und dann hat man irgendwelche autistischen Legastheniker. Und das naja. Oh, wir gehen mal wieder hier weg. So, ich muss das Video beenden. 42 Minuten habe ich theoretisch, aber ich muss das ja nicht komplett ausloten, sonst bricht die Aufnahme wieder ab. Ich wollte es auf jeden Fall nur mal loswerden. Also wir fassen zusammen, weil ich halt sauer bin auf euch alle. Dr. Kessenhorten, internationale Staatskriminalität für meine ganzen Zuschauer. Verzeihen werde ich niemanden von euch von den Geheimdiensten. Und zweitens, ihr habt von mir nichts mehr zu erwarten, keiner von euch. So. Die letzten Chancen habt ihr vertan, hier diese Krepel hinrichten, Benjamin Behrens, Markus Glorz, Phil Rosenberg und den ganzen Schrott. Oh cool, der Autofokus. Genau, habt ihr verweigert, mein Körper wurde nicht hochgeheilt, es kam gar kein Wiedergutmachungsversuch von eurer Seite. Also wie gesagt, fickt euch ins Knie, nehmt euch endlich einen Strick, verzeihen werde ich euch nicht. Mögen tue ich euch natürlich auch nicht. Jeder Geheimdienstler steht auf meiner Abschlussliste, egal wie der heißt, wie der aussieht. Ihr seid nichts als Loser, Versager und Idioten. So, jetzt nehmt euch alle einen Strick und kümmert euch mal darum, dass jetzt trotzdem meine Befehle ausgeführt werden. Dass jetzt endlich der Krepel hingerichtet werde, dass ich entweder geheilt werde oder halt sterbe. So, peng. Aber nicht so ein Scheiß hier. Nicht jeden Tag quälen. Ihr kriegt so oder so eure Strafe von Gott irgendwann. Also, ihr könnt es noch hinauszögern. Ihr macht es nicht besser, euer Karma und euren ganzen Scheiß. So. Wie gesagt, das war's auch für alle anderen. Patente in der Beschreibung, Monarch in der Beschreibung. Ich pack Projekt Monarch in die Beschreibung. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager. Und die Katrin mit ihr.